Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS22 Prüfstand-Video. In diesem Video will ich der Frage nachgehen, ob sich Hühnerhaltung auch lohnt, wenn man das Futter für sie kauft. Dazu bauen wir jetzt erstmal einen Hühnerstall. So. Ich nehme hier einen Basisspiel-Hühnerstall. So, den größeren. Okay. Gut, und jetzt kaufe ich hier noch einen Palettenanhänger, damit wir das Hühnerfutter transportieren können. So. Und hier habe ich schon einen Traktor bereitstehen. Das hier ist übrigens eine von mir umgebaute Elmkrieg, die ich zum Testen nehme und für Mod-Vorstellungen und sowas. Falls ihr euch fragt, wo ich hier spiele. So. Gut, jetzt kaufen wir das Hühnerfutter. Da gibt es ja einerseits dies hier für 1500 und es gibt die Big Bags, das ist ein bisschen billiger, hier für 1400. Und davon kaufen wir jetzt 10. Man kann Maximum 8 auf einmal kaufen. So, dann kaufen wir jetzt nochmal 2. So. Gut. Und ich habe den Mod Universal Autoload aktiviert. Gibt es natürlich leider nur für PC, aber ich wollte uns ersparen, dass wir hier ewig mit dem Aufladen beschäftigt sind. Jetzt müsste ich hier eigentlich aufladen können. Na, vielleicht muss ich noch ein bisschen näher ran. So. Jetzt geht's. Hoffen wir mal, dass er alle holt. Ja, na, einen hier nicht. Jetzt, wunderbar. Gut. Das sieht man jetzt da unten auch. 10.000 Liter haben wir jetzt. Gut, der Hühnerstall ist auch schön nah. So. Ah ja, jetzt wird ausgeladen. Wunderbar. Und dann kaufen wir gleich den Stall voller Hühner und warten ab, bis die das ganze Futter aufgefressen haben. Und dann schauen wir, wie viele Eier entstanden sind. Und dann verkaufen wir die Eier. So. Na, das müsste doch auch noch gehen. Fahren wir hier nochmal von der anderen Seite aus ran. Jetzt. Na, den muss ich wohl von Hand darunter holen. Das kriege ich auch noch hin. So. Das ist natürlich wieder mein geliebter Holzfäller-Mod. So, der müsste sich jetzt hier auch entleeren. Na komm. Vielleicht, wenn ich ihn hinstelle. Er will irgendwie nicht. Ich kaufe jetzt erstmal Tiere. So.
Und zwar nehme ich erwachsene Hühner und den ganzen Stall voll. So. Gut, gleich ist der Stall voll. Dann können die mal losfressen. Und jetzt gucke ich mal im Menü, wie viel Platz da ist. Ah ja, das passt deshalb nicht rein, weil nur 9000 Liter Kapazität im Stall ist. Das heißt, der wird sich dann wohl von selbst entleeren, sobald die Hühner hier ordentlich fressen. Ich baue mir jetzt noch hier einen kleinen Schuppen hin zum Pennen. So. Okay. Und dann pennen wir gleich einmal. Jetzt am Anfang geht es ja etwas langsamer, weil die erstmal gesund werden müssen vom Transport. Aber dann im zweiten Monat geht es schneller mit der Eierproduktion. Und was ich hier natürlich nicht berücksichtige, ist die Investitionskosten für den Stall und die Investitionskosten für die Hühner und so weiter und so fort. So, immerhin haben wir schon Eier gekriegt, das ist gut. Jo, wunderbar. Und 7200 Liter Futter sind noch drin. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Rest hier noch reinkriege. Jetzt geht's. Wunderbar. Okay. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt schlafen, bis das Futter aufgefressen ist. Und räume dann immer, wenn es voll ist, die Eier zur Seite, damit wieder Platz zum Eierspawnen ist. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das ganze Futter aufgefressen wurde. Okay, es ist Februar und das Hühnerfutter ist aufgefressen. Hier sehen wir die Ausbeute. Das sind fast 10 Paletten. Und zwar Paletten jeweils mit 340 Kilo und 1400 Stück. Was ich mich jetzt frage, ist, wie viel Liter sind das? Denn man verkauft ja in Literangaben, aber das werden wir sehen, sobald wir die aufgeladen haben, nehme ich an. Und vor allem sehen wir es auch, wenn wir sie verkaufen. Okay, das Futter hat jetzt also gute 5 Monate gereicht für diesen vollgefüllten Stall. Und normalerweise hätte ich gestern im Januar nachfüttern müssen. Aber ich wollte ja, dass das Futter aufgefressen wird. So. Ah, da muss ich von der anderen Seite herankommen. Gut. Langsam hinschleichen. Okay, jetzt können wir mit dem Laden starten. So. Naja, die Anzahl der Eier sind wohl auch die Anzahl der Liter. Denn hier sieht man immer Literangaben. Nur volle. Ach so, nein, ich will auch halbvolle haben. Gut. Also wir haben 13.525 Liter Eier. Wir haben mehr Eier, als wir Weizenfutter gefüttert haben. Wir haben 10.000 Liter gefüttert und haben 13.000 paar zerquetschte Liter bekommen. Das heißt, es ist eine echt wundersame Vermehrung. Wahrscheinlich, weil sie unsichtbares Wasser auch noch gekriegt haben, von dem wir aber nichts gesehen haben. So, jetzt gucken wir hier mal die Preise an. Eier
bringen jetzt 2800, 900 Paar zerquetschte, aber es gibt die besten Preise im November und dann kriegen wir 4000. Da würde ich vorschlagen, ich warte jetzt nochmal ab bis November, bis ich die verkaufe. Würde man in echt natürlich nicht machen. Bis dahin sind die besten haltbaren Eier vergammelt, aber im LS können wir das machen. Also wir sehen uns im November wieder. Gut, es ist November. Jetzt gucken wir mal, welchen Preis wir kriegen. Oh, sogar 4.300 beim Fastfood-Restaurant. Da fahren wir jetzt sofort hin und verkaufen das. Diese Preise sind natürlich unterschiedlich. Und das sind Preise im einfachen Wirtschaftsmodus. Also wenn ihr mit dem normalen Wirtschaftsmodus spielt oder schwierigen, dann könnte es sein, dass ihr zu anderen Ergebnissen kommt. Das können wir auch gleich nochmal angucken, weil die Preise sieht man ja auch, wenn man es schon verkauft hat. So, und dann kann man das auch hochrechnen. 13.500, merke ich mir mal. So. Und schleichen wir uns jetzt hier mal an. So, und hoffen wir, dass wir die alle in einem Rutsch verkauft kriegen. Das wäre am günstigsten, weil dann kriegen wir die Summe hier präsentiert, aber wir kriegen sie sowieso, die Summe. So, es sieht gut aus. Okay, 58.480. 58.480. So, ich bin jetzt mal hier auf die grüne Wiese gegangen, damit wir die Zahlen besser sehen können. Und zwar 58.480 haben wir gekriegt und wir haben fürs Futter bezahlt 14.000. Das macht satte 44.480 Euro Gewinn. Finde ich eine coole Sache. Und es hat etwa 5 Monate gebraucht, um auf diese Summe, auf diese Menge zu kommen. Die Wartezeit rechne ich jetzt mal nicht mit dazu, sondern nur die Zeit, wo die Hühner produziert haben. Ja, ich finde, das hat sich jetzt auf alle Fälle gelohnt. Und jetzt gucken wir nochmal im Menü die anderen Preise an, die man so kriegen könnte. Und das rechne ich dann auch noch aus. Und zwar gehe ich hier mal in den normalen Schwierigkeitswirtschaft. Und da ist der höchste Preis 2548. Das notiere ich mir mal. 2548. Gut. Und dann bei schwierigen. Das kann ich jetzt schon sagen. Das lohnt sich auch sehr gut. Und bei schwierigen ist es 1415, sogar da lohnt es sich noch, aber halt nicht mehr so üppig. Da haben wir praktisch, wir haben ja mehr Eier bekommen, als wir Futter gegeben haben und wir haben 1400 bezahlt. Und praktisch das, was an Eiern mehr ist, diese 3000 paar zerquetschte Liter, die wir mehr gekriegt haben, die, die entsprechen dem Gewinn bei den schwierigen Wirtschaftseinstellungen. Jo, also ich rechne das jetzt nochmal kurz durch und zeige euch die Zahlen dann auch. Gut, hier habe ich das jetzt mal zusammengestellt. Also das mit dem Einfachen haben wir schon. Da haben wir 44.480 Euro Gewinn.
Und bei normalen Wirtschaftseinstellungen haben wir immerhin noch 20.398 Euro Gewinn und bei schweren Einstellungen immerhin noch 5.102,50 Gewinn. Also selbst bei schweren Wirtschaftseinstellungen ist man noch im Plus. Ob sich das dann lohnt, ist noch die Frage. Aber mit einfachen Wirtschaftseinstellungen lohnt sich das sehr. Und ich würde sagen, mit normalen Wirtschaftseinstellungen lohnt sich das auch noch ganz gut. Man müsste noch mal ausrechnen, in wie vielen Jahren sich das amortisiert mit den Anschaffungen der Hühner und des Hühnerstalls. Aber ich denke mal, ja. Jeder will dann auch einen anderen Hühnerstall nehmen und so weiter. Dann kommt man schnell in einen Wüstenzahlensalat. Und so ist es noch recht übersichtlich. Und ich denke, man kann ganz klar sagen, es lohnt sich auf alle Fälle, die Hühner mit Kauffutter zu halten. Jo, und ich denke mal, damit ist diese Frage auch beantwortet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg mit euren Hühnern und einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!